Gregor Staub, du warst schon mal bei uns. Du bist Gedächtniskünstler, Gedächtnistrainer, vermittelst Leuten, wie sie sich riesige Zahlen lernen können, wie sie sich x-beliebige Namen merken können. Und du hast dein System auch ausgeweitet auf die Rechtschreibung, Orthographie. Also eigentlich habe ich ein schlechtes Gedächtnis, was die Leute ja nie glauben, weil ein Mensch, der eh schon ein gutes Gedächtnis hat, würde ja nicht auf die Idee kommen, so eine Technik zu suchen. Und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass einfach das Bedürfnis etwas ausgelöst hat. Ich wollte mir Namen merken können, aber es ging nicht mit meinen normalen Fähigkeiten, also muss ich halt einen Trick suchen. Habe dann später herausgefunden, ob ich mir jetzt ein englisches Wort merke und die Übersetzung oder ein Name und das Gesicht dazu, ist eigentlich im Kopf dasselbe. Und die Übungen, die ich entwickelt habe, sind eigentlich immer nur Übungen, wo mir Kunden oder Menschen, Studenten, Schüler, Lehrer sagen, du hilf mir mal, diese Lateinwörter zu lernen. Und der Grundschullehrer sagt, ich habe da 50 Wörter, die immer verkehrt kommen, hilf mir mal. Und alles, was ich tue, ist dann mit Schülern testen, können die das jetzt? Ja oder nein? Also zum Beispiel, wenn die Fahrrad verkehrt schreiben. Genau, wir haben hier ein paar Wörter hingeschrieben, genau. Wo wir oft sehen, dass die Schüler die falsch schreiben. Und wenn die jetzt immer Fahrrad verkehrt schreiben, es gibt ja Schüler, die sehen das und können das Schriftbild im Kopf abrufen. Dann brauchen die keine Hilfe von mir. Genau. Wenn ich einem Schüler sage, weißt du, fahren schreibt man mit H, deshalb schreibt man auch Fahrrad mit H, ist das erfahrungsgemäß nicht sehr erfolgreich, diese Strategie. Ich will auch nicht hinterfragen, warum nicht. Ich sage einfach, ja, wenn von 20 Schülern dann doch nur 3 Fahrrad richtig schreiben, dann war es nicht eine gute Strategie. Ich sage meistens den Schülern etwas, was die verknüpfen können, weil sich was merken heißt verknüpfen können. Und ich muss es mir vorstellen können. Also wenn ich sage, auf der Spitze hier, da steht der Eiffelturm, dann kann man sich das deshalb merken, weil man sich den Eiffelturm vorstellen kann und sich deshalb hier diesen Eiffelturm vorstellen kann, ohne dass der wirklich da steht. Und ich sage dem, weißt du, wenn du Fahrrad fährst, dann trägst du doch einen Helm und hast 2 Räder. Das kann man sich merken. Genau. Ein H, 2 R. Dann sieht er dieses H als Hut und einen Helm und hier hat er die 2 Räder. Wir haben das getestet, wir haben 1000 Schüler genommen, so in kleinen Gruppen, und haben diesen Satz gesagt. Am nächsten Tag war die Fehlerquote vielleicht noch 3 von 1000. So. Noch wichtig wäre dann auch natürlich nicht nur das einfach so zu erzählen. Ich mache sowieso immer etwa 5 Wörter aufs Mal. Dann sage ich den Schülern, hey, dreh das weg. Schreibt mal Fahrrad auf. Und dann sehe ich auch, für mich, der Kontrollmechanismus hat es gefunkt. Und sagt dem Schüler auch, aber du, wenn du es falsch gemacht hast, ist nicht schlimm, du hast 5 Chancen. Sag nochmal, weißt du, das war doch der mit dem, was hat er auf dem Kopf? Und frage, da sagt der Helm, da, ha. Und lass es ein zweites nochmal schreiben, und ein drittes Mal. Beim 5. Mal haben wir alle gecheckt, wie es läuft. Etwa 5 Wörter aufs Mal ist ziemlich optimal. Wenn es ganz einfache Wörter sind, dürfen es auch mal 10 aufs Mal sein. Also ist jetzt mal Fahrrad in einem Geschichten voraus, ist ein bisschen schwieriger, weil das ja eigentlich gar kein richtiges Bild ist. Ja. Also ich frage den Schülern, gib du mir mal einen Satz, wo das Wort voraus drin vorkommt. Dann sagt er vielleicht, was weiß ich, Vettel war beim Formel 1 Rennen gestern voraus. Dann hat der für sich jetzt ein Bild, das nur für ihn gilt. Und alle, die sagen, ich komme mit Formel 1 klar. Der andere sagt vielleicht, naja, mein Bruder ist älter, der ist beim Sprachenlernen voraus. Er macht für sich ein Bild. Und ich bin jemand, der relativ oft den Kindern sagt, machst du mir mal ein Bild und schlag mir was vor und dann gucke ich in die Runde, wer kommt damit klar. Es dürfen auch in einer Klasse, die Gruppe darf ein anderes Bild haben als die, das ist völlig okay. Und dann muss ich jetzt klar werden, weil die Weißen schreiben sie mit F, nehme ich jetzt mal an. Sie brauchen ein Bild für V. Oder mit Doppel-R. Oder mit 2 R's. Sehr häufig, ja. Also ich gehe davon aus, dass ich ein Wort von mir habe, dass ich weiß, dass sie falsch schreiben und weiß, also wo muss ich ansetzen. Was hilfreich ist, das ist ein Teil von meinem Kurs, man lernt für jedes Buchstabenbild ein klares Bild zu sehen. Das ist eine kleine Geschichte, die ich meiner Tochter erfunden habe, als die mit mir im Urlaub war und ich hatte kein Geschichtsbuch mitgenommen, und dann, also so ein Märchenbuch, und dann sagt die, hey, gute Nachtgeschichte, so, okay. Kennst du die Geschichte von diesem Apfel, der fällt von einem Baum und verwandelt sich auf dem Weg runter in ein Zentstück und fällt dann auf eine Decke? Die Decke hältst du auf einen Elefanten, wo die ganze Familie sitzt, die spielt Gitarre. Die Geschichte ging so weiter.
Und die hat ja nicht gecheckt, was sie gerade lernt. Die hat einfach ein Märchen gehört und das war lustig. Und die rannte dann in die Küche, hat Mama die Geschichte erzählt und toll und so. Ich meine, um 9 Uhr abends haben die jeden Grund, nicht schlafen zu können, wenn es Lernen ist. Und dann kam die Auflösung 3 Wochen später. Du hast gerade damit das Alphabet gelernt in der Reihenfolge. Dann gab es sogar noch Bilder, die die gemalt haben. Die haben einen Apfel gemalt, einen Baum gemalt, ein Zentstück. Und somit hatte die für V einen Vogel. Irgendwann war dieser das V der Vogel. Okay, ja. Und wenn das Kind sagt, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt V, Vogel oder was anderes ist, dann hat es ja auch 5 Chancen. Man kann auch die Flügel vom Vogel als V sehen. Also, wenn aber das Kind weiß, V ist ein Vogel, dann stelle ich mir halt voraus, vor, indem ich sage, mein Bruder ist mir voraus im Sprachenlernen und der hat beim Lernen immer so einen kleinen Vogelkäfig auf dem Tisch. Dieser Gedanke, nur das. Die Chance, dass das Kind... Oder er fliegt mir voraus. Er fliegt mir voraus. Wie gesagt, das sind 100 Varianten. Es muss nur ein klares Bild sein, das dann 5-mal wiederholt wird. Also ich lerne 5 Wörter, lass es nochmal aufschreiben, warte vielleicht bis zum Abend, lass es nochmal aufschreiben. Und am nächsten Tag nochmal und vielleicht 3 Tage nochmal. Und dann einen Monat später vielleicht nochmal. Damit dieser Rhythmus reinkommt. Wie gesagt, es braucht nur 6 Wiederholungen und nicht mehr 30. Das ist schon toll. Also es ist wesentlich schneller gelernt. Vor allem, du weißt, dass es stimmt. Es ist nicht, ja, ich sage jetzt mal, schreibe ich mit V, vielleicht stimmt. Nein, ich bin sicher, dass es mit V geschrieben wird. Diese Selbstsicherheit lässt Kinder sehr schnell lernen. Das Wort Matratze. Und wie wird es jetzt das Doppel-R? Ach, gut. Wenn R ein Radio wäre. Ja. Also das wäre das Bild im Alphabet. Ja, ihr könnt auch Rollschuhe sein. Ja, aber auf deiner Liste oder so wäre es das Radio. Radio, genau. Ja. Radio, darauf hat es Staub. RS. Und dann kommt T, dann ist da vielleicht eine Taube drauf und so weiter. Die fliegt in eine U-Bahn. Also wenn jetzt R ein Radio ist und ich sehe meinen Kollegen, der diesen Vogelkäfer hat, der mir voraus vom Lernen, dann steht eben auch nur ein einziges Radiogerät auf dem Tisch. Und rausfinden, ob es klappt, ist indem, dass ich in 5 Minuten sage, schreib mir voraus auf. Wenn er dann das richtig schreibt, habe ich gewonnen. Wenn nicht, ändere ich das Bild. Frage ich, du, was hättest du denn für ein Bild, dass du sicher bist, dass du nur eine R hast? Mhm. Und das Spannende ist, es braucht erschreckend wenig. Also es ist wirklich faszinierend, wie wenig es dann jeweils braucht. Es ist gar keine wahnsinnige, akademisch schwierige Angelegenheit. Ich sage, testen, ob es geht. Ich schlafe im Bett auf einer Matratze, trinke Tee und lese die Zeitung. Dann hat der Tee Zeit. Das wäre jetzt hier für die schwierige Wortstelle. Wenn er da merkt, also nehme ich, er will es mit D schreiben, Matratze, gibt es auch schon gesehen, dann muss ich halt vielleicht sagen, weißt du, die Matratze, die hat so einen harten Kern, ist ein hartes Tee. So. Und dann teste ich, ob es klappt. Es ist total wichtig, dass man einfach sagt, ja, ich habe 5 Chancen, ich darf so viele Bilder machen, wie ich will, und wenn das Kind es nicht mit meinem Bild klappt, frage ich, hast du ein Bild? Das Kind muss wissen während des Lernprozesses, dass es am Schluss funktioniert hat. Dann ist das Kind bereit, auch die schrägsten Dinge zu tun. So war die 8-9-Jährigen sind eh schon schräg unterwegs. Dann bin ich beim Doktor, oder der hat vielleicht, gut, jetzt kommt's, wenn ich jetzt sage, der hat auf seinem Tisch der Doktor eine Zeitung und einen Tee, bin ich jetzt sicher, dass ich nicht das der Schreiber. Ja, denn dann, also das ist wirklich ein Fehler, den mir oft passiert. Ich schreibe tatsächlich Arzt mit TZ. Genau. Genau. Und dann muss ich mir schon 2 T's haben. Dann muss ich mir die Reihenfolge, wenn die nicht klar ist, habe ich einen kleinen Trick drauf. Ich mache das erste groß und das zweite klein. Wenn jemand einen Nachnamen und einen Vornamen hat, die Paul Simon. Welches ist der Vorname? Mache ich immer den Nachnamen groß. Da sehe ich einen riesengroßen Paul McCartney von den Beatles. Der guckt sich durch ein Sieb den Mond an. Dann ist dann der Nachname Paul und der Vorname Simon. Okay. Oder hier sage ich, der Arzt eine riesengroße Zeitung. Und da hat so einen kleinen Fleck von einem Teebeutelchen drauf. Jetzt ist die Reihenfolge wieder klar. So, die Regel muss einfach irgendwann mal initialisiert worden sein. Wenn du nicht klar bist von der Reihenfolge, mach das erste groß und das zweite klein und hast du gewonnen. Ich sehe auch hier wirklich sehr deutlich, warum es so wichtig ist, eigene Bilder zu nehmen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte auf dem Tisch, also die Zeitung und den Tee,
Und ich wüsste nicht, dass mein Arzt so schreibt, dann würde ich zum TZT gehen, wegen dem Tisch der Zeitung und dem Tee. Total. Ja, genau. Meine, also besser den Arzt im Bett, mit der sehr großen Zeitung und dem kleinen Teetasse. Oder der raucht eine Zigarette, was ich. Das sind Bilder, wo ich nicht nehme, weil ich nicht negative Bilder im Kopf der Kinder haben will. Da bin ich ein bisschen geprägt. Aber ein Arzt, der raucht im Bett. Wobei, das Bett braucht er nur für die Matratze, der braucht ja kein Bett. Also nochmal ganz klar, es gibt nicht das perfekte Bild. Es gibt nur ein Bild, das geht oder nicht geht. Und wenn ich drei Kinder habe, wird es vielleicht passieren, dass jeder ein anderes Bild hat. Okay. Hauptsache, er schreibt es richtig. Es ist auch so, dass er nach drei Tagen die Geschichte nicht mehr braucht. Drei Tage im Beispiel. Das war eben das, wo ich ein bisschen skeptisch war, oder? Ja. Braucht er nachher immer das Bild? Braucht er immer diese Eselsbrücke? Das ist auch, wenn ich was Kompliziertes lerne, wie alle Staaten von Afrika, dann lege ich vielleicht die afrikanischen Staaten irgendwo in einen Raum rein. Irgendwann brauche ich den Raum nicht mehr. Ich sehe die Karte vor mir und kann es malen. Das muss man erfahren. Weil das war irgendwie mein Problem, immer wenn mir jemand eine Eselsbrücke gesagt hat, oder mit dem Planeten, Bei der Eselsbrücke ist es ein negatives Wort. Dann habe ich diesen Satz wieder vergessen und dann habe ich auch die Planeten nicht mehr. Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, viele Leute zucken bei dem Wort Eselsbrücke schon mal zusammen, weil es negativ besetzt ist. Man muss ja auch dieser Esel sein, der über die Brücke will. Und das andere ist, man repetiert es nicht gescheit. Das ist da der Hauptfehler, der passiert. Man macht diese sechs Wiederholungen nicht. Dann denkst du, du hast jetzt die Eselsbrücke erzählt und es kommen. Morgen und übermorgen kommt die Wiederholung nicht, dann ist die natürlich. Also ich muss es wirklich dann trotz Eselsbrücke eigentlich üben, bis ich nachher ich muss die nicht mir mehr brauche. Die Zeit lassen, die nächsten, es muss länger gehen als drei Tage, hat man die WRFB wieder rausgefunden. Das sagt auch Fester schon. Letztes Mal, ich habe die Planeten gelernt, dass ich wirklich die nächsten zwei, drei, vier Tage die einfach mal vollständig aufschreibe. Oder jemandem erzähle, das ist etwa gleichwertig. Wenn ich das nicht mache, kann die Eselsbrücke noch so gut sein, die geht weg. Die Wiederholung ist halt schon extrem wichtig. Und was bei der Eselsbrücke nicht so gut klappt, typisch jetzt Planeten, der erste Buchstabe und jeweiligen Wort, ist nicht eine effiziente Methode. Das ist total mühsam. Es gibt manchmal so ganz Zufälle, aber für die große Masse ist das kein guter Weg. Zumal ich jetzt bei mir merke, gerade bei der Eselsbrücke mit den Planeten, ich muss dann doch durchzählen. Genau. Also wieder mein Vater und dann richtig. Muss ich... Das ist wesentlich effizienter, wenn ich das über meine Körperliste lege, zum Beispiel. Also ich nehme einen Raum. Sollen wir das jetzt machen oder ist das zu viel quer gedacht? Ich würde gerne da einleiten. Das hatte ich vor kurzem in einer Schule, dann habe ich den Schülern gesagt, gebt ihr mir mal ein Wort, wo ihr sagt, das ist Rhythmus. Und dann sagen die, ich sehe Tänzer. Gut, dann seht ihr Tänzer. Dann habe ich gesagt, ich nehme nur die kritischen Buchstaben, nicht die, die muss ich nicht lernen. Genau. Aber ich, dass es hier ein H hat, dann habe ich gesagt, gut, der eine Tänzer, der hat einen Hut auf. Und der geht aus der Tanzgruppe raus und steht da an einer Kreuzung. Das ist mein Bild für Y, so eine Straßenkreuzung. Und trinkt da eben Tee. Und im Tee drin schwimmt ein Hund, jetzt habe ich ein anderes Bild gemacht, das ein bisschen Abwechslung gibt. Hut oder Hund ist eigentlich wurscht. Jetzt hat er aber ein klares Bild, da sieht er den Tänzer mit Hut, geht zu dieser Kreuzung, trinkt da Tee, da sitzt der Hund drin. Und habt jetzt die Reihenfolge. Du konntest wirklich zuschauen, wie der auf der Tafel vorne grinsend die Geschichte abgedacht hat. Und das geht dann auch wieder drei Tage, dass er es dann nicht mehr denken muss, dann weiß es einfach. Das gilt natürlich auch für nicht-deutsche Wörter. Das ist der gleiche Vorgang, ob ich mir jetzt ein englisches Wort merke, das Wort beckon, so herwinken, dann sehe ich die Queen Elizabeth, die mich herwinkt, mit dem Becken so macht und das Gehirn hat beckon winken. Bei L'Embouchure habe ich mal getestet, habe ich gesagt, da ist ein Lamm, das frisst in einem Busch und findet eine Uhr und schmeißt diese Uhr in eine Flussmündung. Das sind jetzt vier Bilder, fürs Gehirn ist das nichts, das ist ganz einfach. Lamm, Busch, Uhr, Mündung. So ein Teil von einem relativ langen Sprachbeispiel, das ich in der Schule jeweils mache, das sind dann 10 solche Geschichten, die ich erzähle, bevor die wissen, was sie gelernt haben. Die können auch die 10 Dinge, das sind dann Russisch und Französisch und Spanisch und Englisch, dann merken die, wow, das geht ja für jede Sprache, ist völlig wurscht. Und bei L'Embouchure, das Lamm, Busch und Uhr, dass es in die Mündung geschmissen wird, heißt eben, das heißt auf Deutsch Mündung, schrieben die dann nur mit U. Oder? Weil man sagt ja Lamm, Busch.
Man spricht ja Busch aus. Kinder lernen ja zuerst immer die Sprache sprechen und nicht schreiben. Mhm. Das ist also sinnvoll, man lernt zuerst mal zu sprechen. Und dann korrigiert man in dem Moment, wo man merkt, man schreibt es verkehrt, einfach das Bild und macht was dazu. Ich habe dann einfach gesagt, in diesem Busch, da sitzt noch ein Ottifant. Hat das schon gereicht. Dann waren die sich im Klaren, dass man das mit O schreibt. Dass sie dann nicht das U hier, das O hier hinschrieben oder hier hin, das musste ich nie erklären. Das war denen völlig klar, dass es dahin geht. Also ich bin da auch ein wenig faul. Möglichst wenig auswendiger. Mhm. Salamitaktik. Ich gehe mal mit zwei Bildern gucken, passt, wenn nicht, mache ein drittes. Mhm. Die Perfekten, die wollen dann immer von vornherein schon alles abdecken, die verschwenden Zeit. Es ist cleverer beim Lernen, schnell, entspannt, schnell zu sein und dann nur noch die Fehler zu korrigieren, anstatt von vornherein alles perfekt machen zu wollen, da brauchst du viel mehr Zeit. Und das Ziel bei dieser Technik wäre, eine Assoziation zu bilden zwischen bestimmten schwierigen Wortstellen oder Bausteinen und dem Gesamtwort. Gesamtwort, das Bild. Und das Gesamtziel bestünde aber im Anschluss darin, sich wieder lösen zu können von dem Bild. Also Das werden die das tun, merken das sofort. Das musst du denen nicht erklären. Die werden irgendwann mal in 6 Monaten, wie sie klarweisen, wenn man Quadrate schreibt, wie habe ich das damals gelernt? Dann kommt vielleicht, wenn man nicht mehr sicher ist, nochmal die Geschichte. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Freund im Bus, wir waren im Club 55 unterwegs, das ist ein Trainerverein, und da sagt er zu mir, du, in deinem Buch, da gibt es doch die coole Geschichte von Prinz Charles. Und ich hatte keine Ahnung mehr, mein eigenes Buch. Was schreibe ich da? Ja, du hast doch gesagt, wie der auf Indianisch getauft wurde in Kanada. Der von der Sonne beschienen. Ich hatte immer noch keine Ahnung. Ich habe sogar negiert, dass das überhaupt mein Buch ist. Meinst du jetzt wirklich mein? Ja. Dann kam der und sagt, der geht doch da in die Kirche. Sag, ja, Kisif Kapisif Kamiova Pamiko. Es brauchte nur noch diese Kirche und dann kamen die ganzen. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich mir damals für eine Geschichte erfunden habe. Ich kann nur das Wort sagen. Kisif Kapisif Kamiova Pamiko. Was heißt das? Der von der Sonne geschienen, auf Indianisch. Ja. Und das ist wirklich etwas, was ich nicht theoretisch erklären kann. Das muss einfach geübt werden. Dann hat sie auf meinem Kurs ein paar hundert Sprachbeispiele. Genau genommen ist, wenn ich afrikanische Länder lerne, ist das auch Sprachbeispiel. Wenn ich Komponistennamen lerne, ist das auch ein Sprachbeispiel. Also alles, was ich eigentlich tue, was abstrakt ist, ist das Üben von Sprachbeispielen. Und hier ist immer der coole Trick, nach 5 sage ich Stopp, weißes Blatt, schreiben. Das ist für mich die Kontrolle. Schreibt er jetzt wirklich Rhythmus mit zweimal einem H und Y oder nicht? Und wenn nicht, dann sage ich, ist nicht schlimm, wir haben ja 5 Chancen, komm, entspannt weitermachen, mach du jetzt mal eine Geschichte. Und ich mache nochmal einen Vorschlag, manche Kinder brauchen 4, 5 Impulse, bis sie den Mut haben, etwas selber zu kreieren. Und einige sagen, du lass mich in Ruhe mit deinem Bild, mache ich lieber selber. Verschiedene Inhalte und Kinder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte erzähle, da fliegt eine Großmutter von diesem Lautsprecher da oben nach Rom und trinkt dann Kaffee und sitzt dabei in einem Garten. Daneben parkiert ein Wagen, am Steuer sitzt ein Riese, der telefoniert. So erzähle ich das. Und dann frage ich die. Also die Großmutter fliegt nach Rom und trinken Kaffee. Sitzt in einem Garten. Da parkiert ein. Da wird manchmal Auto gesagt, anstatt Wagen. Ein Wagen, da sitzt drin ein Riese, der telefoniert. Und dann sage ich, schaut, ihr habt jetzt ein richtig schwieriges russisches Wort gelernt. Nämlich Lautsprecher, die saß auf dem Lautsprecher. Das ist die Großmutter, die fliegt nach Rom. Trinkt einen Kaffee, sitzt im Garten, da parkiert ein Wagen, da sitzt ein Riese, der telefoniert. Jetzt habe ich wenigstens mal die Sicherheit, dass ich es richtig sagen kann. Ich habe es natürlich noch nicht im Langzeitgedächtnis, wo ich einfach Kromkakafritian sagen kann. Aber ich kann es mal richtig schreiben, ich habe diese Basis sicher. Und das Spannende ist, ich habe ja hier 3 Buchstaben im Bild, hier nur einen, muss ich mich nicht drum kümmern, kommt immer richtig. Und jetzt geht es etwa 3 Tage, bis das Kind dann nicht mehr an die Großmutter und Rom und Kaffee und ganz, dann ist es Grundkakabilität. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Schule oder wir als Eltern den Kindern das erleben lassen. Ah, jetzt in einer Woche kannst du es. Und du musst halt 3 Tage fleißig sein. Aber es lohnt sich. Du bist ja selber schuld, wenn du was lernst und dann nicht wiederholst, dann kannst du gar nichts. Es gibt ja nur Frust. Also mach's, wenn schon, richtig. Ich sage immer lieber, ein bisschen weniger lernen, aber das richtig. Wie könnte man diese Methode in der Schule umsetzen? Ganz wenn ich einfach beispielsweise eine Primarschullehrerin bin, ich denke,
total sinnvoll. Ich fokussiere auf die Wörter, die immer wieder mal falsch geschrieben werden. Also ich gucke Diktate an und Aufsätze und sage mir pro Woche 10. Das ist ein Aufwand von einer Viertelstunde in dieser Woche. Dieser Aufwand macht dann auch noch Spaß. Also ich mache 10 Wörter, ich mache die Bilder, lasse die dann auch schreiben. Wenn sie noch nicht perfekt sind, lasse ich sie die Bilder nochmal hören und nochmal schreiben, bis alle alles können. Am besten Teams zu zweit, zu dritt, dass sie sich gegenseitig korrigieren, das ist total effizient. Die lernen übrigens deutlich besser in der kleinen Gruppe als Frontalunterricht. Es ist nämlich hilfreich, wenn in jeder Gruppe einer drin sitzt, der es dann auch kann. Und dann, nächste Woche, kommen die nächsten 10 Wörter. Aber ich werde am Anfang der Woche die 10 Worte der letzten Woche nochmal wiederholen und sage dazu, das war jetzt, weil ihr das letzte Woche gelernt habt, nochmal wiederholt habt, die dritte Wiederholung von insgesamt 5. Macht man 10 neue Wörter. Die folgende Woche wiederholt man die 20 und sagt, hey, die erste Gruppe, das war schon die vierte Wiederholung, die von der zweiten Gruppe ist die dritte. Und das schiebt man dann so, dann hat man irgendwie so bei 50 Wörtern, die man vor sich her schiebt. Wobei so wahnsinnig viele Wörter sind es gar nicht, die dauernd verkehrt geschrieben werden. Ich würde sagen 200, da bist du schon fertig. Also ein guter Lehrer kriegt Sinn, dass die 200 Wörter, die typischerweise immer falsch kommen, nach 2 Monaten. Und dann immer den, du darfst jetzt eine 1 oder eine Schweizer 6 schreiben, weil du alles kannst. Das in Bayern ja nicht erlaubt. Du darfst als Lehrer nicht alle eine 1 schreiben lassen. Dann kriegst du eins auf den Deckel vom Kultusministerium. Ist eigentlich doof, oder? Dass man einfach sagt, gut, jetzt kommt, jetzt machen wir mal alle eine 1. Und dann, die wollen dann auch, die sind ja hochmotiviert. Gerade die 8-, 9-Jährigen. Wie wichtig wäre es bei der Repetition, diese Bilder nochmals aufzugreifen? Wenn der Schüler sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, dann frage ich ihn nach dem Bild. Kannst du dich noch erinnern, was für ein Bild hatten wir bei Voraus? Und sagen, ja, das war doch mein Kollege, der Voraus ist beim Lernen. Ja, da war der Vogelkäfig. Jetzt. Ich darf nicht sagen, er schreibt mir einen V, weil da der Vogelkäfig war. Das ist doof. Das darf ich nicht sagen. Ich muss ihn fragen, wie es. Gut, im Notfall sage ich, du, war da nicht was auf dem Punkt? Ich weiß es immer noch nicht. War da jetzt ein Tigerkäfig oder ein Löwenkäfig? So alternativer gibt ihm immer noch die Möglichkeit, recht zu behalten, wenn er sagt Vogelkäfig. Ja, und er kann sein eigenes Bild, wenn er ein anderes genommen hat. Ja. Und dann die Alternative am Schluss wäre, dann mach du mal ein anderes Bild für V. Vielleicht sagst du bei V in der Schweiz Velo, weil der weiß, dass man Velo. Man muss immer an etwas andocken, was das Kind sicher schon kann. Ja. Darum sind Wörter wie Paris einfach zu merken und Krokagaveritiel ist schwierig zu merken. Oder Burkina Faso. Land in Afrika. Da sage ich immer, da ist eine Burg, die kommt aus China, da fahren die am Sonntag hin. Oder? Burg, China, also nimmst du von diesen Wörtern dann aber immer die ersten 2 Buchstaben? Ich nehme, wenn es geht, Silben. Manchmal merkst du, da kommt mir einfach nichts Gescheites in den Sinn. Oder es ist so kompliziert geschrieben, dass ich wirklich auf die Buchstabenebene runtergehe. Auch hier Salamitaktik, hilft mir die erste Silbe schon, dann lasse ich es bleiben. Ist gut, wenn ich nur eine Silbe. Wenn ich merke, nee, jetzt muss ich 2 sehen, dann mache ich 2, manchmal brauche ich 5. Bei Grand-Conquerite habe ich 6. Ausprobiert. Darum habe ich ja diese ganzen 400 Übungen entwickelt, die man zu Hause dann auf dem Handy, auf dem Laptop lernen kann, damit man genügend Erfahrungen gesammelt hat. Die meisten meiner Teilnehmer sind nach einem halben Kurs fertig und sagen, ja, ich habe es gecheckt, jetzt mache ich meine Eigenlernschaft. Aber ältere Menschen, die ja nicht mehr vielleicht in der Schule da und was lernen, sind froh, wenn sie genügend Übungen haben. Dann lernt man halt auch mal Opern und Komponisten, inklusive wann haben die gelebt, und dann beginnt man das Netzwerk über sowas zu verfestigen. Man lernt mal Bilder und Komponisten, man lernt mal Regionen von 50 Bundesstaaten von Amerika. Es ist spannend. Dann Leute sagen, die suchen sich dann plötzlich Dinge zum Lernen, weil sie sich dauernd beweisen wollen, wie gut sie sind. Also das ist das Ziel. Wollen wir es mal noch drehen und schauen, ob wir die Geschichte zusammenkriegen. Also wenn ich jetzt, das ist die Situation, die zu Hause sitzen, denen würde ich jetzt natürlich sagen, schreibt auf, jetzt aufgrund der Zeit, das war das Papier, das ich vorhin weggeschossen habe. Wenn ich jetzt fragen würde, wie schreibt man Rhythmus, dann sind die jetzt am Schreiben. Und die einen werden sofort richtig schreiben, einige haben es eh vorher schon gekonnt, die anderen sind noch am Hirn. Und dann, die, wenn jemand das falsch schreibt, was jetzt mal, schreiben Sie mal Rhythmus zu haben, ich warte einen Moment, ne? Schreiben. Das werden Hut und Kreuzung und... Der Tänzer hat den Hut auf, er geht raus zur Kreuzung, er trinkt
Dort eine Tasse Tee und dort ist ein kleines Hündchen drin. So, genau. Bei mir war es ein Bernhardiner, jeder hat so seinen Hund. Ja, ich kann mir diese Bilder schlecht merken. Ist ja nicht schlimm. Ja. Schlimm ist eigentlich nur, wenn man sich dann ärgert. Ja. Das ist dann doof. Man muss halt den Level nehmen, den man hat. Der eine hat die Fähigkeit und der andere hat jene. Und am besten ist, wenn sie sich miteinander austauschen, dass sie sich trainieren. Ich muss schauen, ob wir es noch zusammenbringen, oder? Wir hatten das Fahrrad mit den zwei Rädern und Helm. Den Hund. Helm. Ich habe einen Hund gesehen. Ja. Könnte auch ein Hund sein. Genau, ich habe einen Hut genommen, weil für mich der Helm zu klar ist. Ja. Also ich kann mir, das sieht blöd aus beim Fahrradfahren mit dem Hut. Dann kann ich es mir besser merken. Dann haben wir das Wort voraus. Genau, der Bruder, der einem vorausfliegt, habe ich dort genommen. Mhm. Oder voraus ist. Genau. Und der Vogelkäfig, ja. Und es war nur ein Radio da. Genau, genau. Ein R. Der Arzt. Der Zeitung liest und Tee trinkt. Die Zeitung war riesig. Groß, und klein. Ja. Die Matratze. Also, die ist hart, drum Tee und nicht Tee. Beim ersten Tee, genau. Genau, und dann auch wieder jemand, der auf der Matratze liegt und Tee trinkt und Zeitung liest. TZ. Genau, hier sieht man Arzt und Matratze. Es gibt ja die lernen über die Zunge. Ja. Matratze. Es gab sogar mal von Sennheiser, dem Junior Sennheiser, der hat ein Produkt entwickelt, das kann man sich auf die Ohren halten, meine Paten. Kind hat das gemacht, die konnte nicht, die fühlte das nicht. Und der hat das dabei gemacht, das war so mit Klängen, das war ganz, leider war das so teuer, dass er es nicht mehr gekauft hat, aber das war ein Weg, dass die fühlten, ob es ein D oder ein T ist, durchs Sprechen. Das war ein Weg, der geht quasi über das Betriebssystem des Körpers. Und mein Weg ist halt wirklich über die Bilder. Ja. Zeitungen sind groß, sind klein, T, Z, T. Da war noch Rhythmus. Hatten wir am Anfang. Genau. Mit dem Rhythmus, Arzt, Matratze. Ja, Rhythmus, Hutkreuzung, Tänzer und Hund. Was? Ja. Tee auch noch. Aber du darfst mir eigentlich. Die Diskussion haben wir nicht, wenn er schreibt, genau. Stimmt es gut. Genau. Tee wäre mir jetzt klar gewesen, dass da noch ein Tee kommt. Also ich hätte mir jetzt einfach Hund und Hut, weil es zwei H sind. Ja. Weil ich das in Schwierigkeit es gibt welche, die sagen, ich merke mir eigentlich nur das erste H, weil der Rest ist mir sowieso klar. Ja. Und ich bin nie sicher, ob ich bei R H ein H schreiben muss. Dann merken sie sich nur das. Ja. Und L'Embouchure, das war noch das Französische. Genau. Genau. Mit dem Lamm, das im Busch gucken geht, mit dort sitzt ein Ottifant. Genau. Und dann geht es in die Mündung. Wirft das, aber das heißt in ja die Mündung. Das heißt genau. Im Deutschen. Ja, genau. Ah, okay. Also auch hier ist die Regel, wenn man das vertieft üben will, für das habe ich einen Teil von meinem Kurs reserviert, der allerdings, es kommt ja nicht en bloc, es kommt hier mal was und hier mal was, dass man auch wirklich in die Repetitionsphasen reinkommt, dann bitte einfach in meine Homepage reingucken. Möchtest du sie gerade aufschreiben für also www ist die Homepage. Zuschauer. Und info@ ist dann die E-Mail-Adresse dazu. Das heißt, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, dann müssen Sie nicht in die Homepage die E-Mail suchen gehen. Es ist dann hinten beides mal das gleiche. gregorstaub.com und da auch